Hier kämpft Rook, ein gepanzertes Kettenfahrzeug der US-Polizei, gegen die Schneemassen. Gebaut wurde der 6-Tonner eigentlich für gefährliche Spezialeinsätze, doch er eignet sich auch ausgezeichnet, um Autos aus dem meterhohen Schnee zu ziehen und umzustellen. Wichtig, damit Rettungsfahrzeuge und Schneepflüge wieder fahren können. Es ist der schlimmste Wintersturm der letzten Jahrzehnte. Der eisige Blizzard zieht Weihnachten über weite Teile der USA bis nach Mexiko. Doch in keinem Ort wütet er so stark wie in Buffalo, der zweitgrößten Stadt des Staates New York. Aber auch hier wird inzwischen aufgeräumt. Das Kettenfahrzeug der Polizei hebt Fahrzeuge wie ein Gabelstapler an den Straßenrand. Inzwischen werden Lebensmittel und Wasser an die Bewohner geliefert, während zahlreiche Helfer mit Schippen die Wege vom Schnee befreien. Laut den Behörden sind in dem Schneesturm seit dem 23. Dezember mindestens 60 Menschen ums Leben gekommen.